Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ganz kurz, dieser Pandemie-Dingsbums lässt uns halt nicht in Ruhe und deswegen haben wir hart zu hustlen, aber das ist gar nicht so euer Problem. Ich muss halt nur schauen, dass ich es schaffe, ein paar Videos mehr zu produzieren. Ja, deswegen machen wir jetzt auch noch einen neuen Kanal. Wir machen einen Reaction-Kanal. Da. Intro und dann geht's los. Ich mache das Ganze übrigens aus meinem neuen Büro, für die, die sich wundern, wo ich hier bin. Ja, das ist mein neues Büro. Das sieht noch so aus. Also es ist alles sehr spartanisch. Da habe ich dann meinen Dingsbums und damit reacte ich jetzt gleich. So, ich packe euch mal hier halbwegs so oben. Guck mal. Ja, ich glaube, so ist ganz gut, oder? Ich hoffe, ich bin so scharf. Ich mach das mal ein bisschen runter noch hier so. Und dann, ja, das sieht doch ganz gut aus. Okay, ja, Freunde, dann schmeiße ich mal meinen Super-Reaction-Dingsbums hier an. Schnick, schnack, schnuck, klicker, kluck. Wahnsinn, was hier los ist. Zack, Telefon. Ach so, Internet, genau. Ja, das hat auch eine Weile gedauert, bis wir hier Internet haben. Hatten. Irgendwann kam halt der Typ von vorbei und ja, seitdem haben wir jetzt hier auch Internet. Danke. Danke! So, gib mir mal hier neue Bildschirmaufnahme. Aufnehmen. Mann, das sind aber auch immer krasse Videos. Pass auf, das Video hier, ich reagiere auf mein allererstes YouTube-Video. Das ist mein allererstes. Oder ist das, nee, das doch, das interessiert euch bestimmt nicht. Wenn euch das interessiert, schreibt das mal in die Kommentare. Dann mache ich das im nächsten Reaction-Video. Ich reagiere jetzt aber erstmal auf das, was mir hier, pass auf, die krassesten Tuning-Autos. Das gucken wir uns mal an. Nee, die verrücktesten Tuning-Autos. So. Wusstest du eigentlich, dass du in Büchern ein erfolgreiches Online-Business Ja, das wusste ich. Ich bin bei Karl S. im Buchclub. Ich nicht, aber ich wusste das. So. Ach ja, Fahrzeuge. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man mit Autos oder Trucks alles anstellen kann. Der riesige Aftermarket lässt für den normalen Gelegenheitstuner keine Wünsche offen. Ganz anders sieht es bei den Profi-Tunern aus. Für die meisten von ihnen ist das Angebot bei weitem nicht genug. Sie wollen mit ihrem Auto die Geschwindigkeit eines Kampfjets übertreffen oder immer und überall Billard spielen können. Es ist aber auch, Profi-Tuner ist auch schon ein geiles Wort, ne? Also die krassesten Profi-Tuner. Noch nie von sowas gehört? Kein Problem, Dickerchen. Das ändern wir gleich. Schnall dich an, denn jetzt geht's los. Audi TT Bimoto. Dieses Auto geht ab wie Schmitz Katze. Boah, er hat auch eine kecke Wortwahl, ne? Keck bis Kess. Was Audi mit diesem TT angestellt hat, ist absoluter Wahnsinn. Audi baute 2007 ein paar getunte 1,8 Liter Turbomotoren mit einer Leistung von 370 PS ein. Damit konnte der Wagen in nur 3,7 Sekunden auf 100 Kilometer jetzt schon alle mir waren. Stunde beschleunigen. Das ist aber noch nicht alles. MTM-Ingenieure sagen, dass die Bremsleistung um 501 erhöht werden könnte, womit er eine Bremsleistung von insgesamt 1002 erreichen würde. Womit ließe sich die Geschwindigkeit besser testen, als ihn gegen einen F4 Phantom-Kampfjet antreten zu lassen? So ein Straßenverkehr-Klassiker. Du stehst an der Ampel, denkst so, ja, ich bin schon krud drauf und auf einmal guckst du nach rechts, steht so ein Kampfjet neben dir und du denkst, Herausforderung angenommen. Oder warum macht man das? Und klar, jetzt denkst du sicher, wie soll ein Auto bitte schneller sein als ein Kampfjet? Ganz einfach, nämlich so. Es ist nicht öffentlich bekannt, was mit diesem Auto danach passiert ist, aber eins ist sicher, der hässliche 2019er Sonic muss sich ganz schön anstrengen, um damit zu halten. Das Autoboot. Ach, das war's jetzt? Okay. Habt ihr die Top Gear-Episode gesehen, in der die Gastgeber mit selbstgebauten Wasserfahrzeugen versuchen, den Kanal nach Frankreich zu überqueren? Es waren zwei Fahrzeuge. Eines ist eine Art Vanboot, das andere sieht aus wie ein Nissan Pickup. No way, dass diese schweren Fahrzeuge schwimmen können, nicht wahr? Beurteile ein Buch nicht nach seinem labbrigen Einband. Das Vanboot, das anfangs den seetüchtigeren Eindruck erweckte, bekam ein Leck. Oh. Jesus. Ich muss mal upgraden hier oder so. Kann man das bei YouTube eigentlich, dass man keine Werbung mehr kriegt? Ist dann seine Crew im Stich. Oh. Im Gegensatz dazu konnte sich der Nissan-Truck tatsächlich über Wasser halten. Es wirkt für Außenstehende schon ein wenig skurril, wenn man sieht, dass dieser Truck wie ein Boot durchs Wasser fährt. Zu schade, dass sie nicht wissen, wie sie das Teil wieder an Land bekommen sollen. Aber nachdem sie ein bisschen Spaß damit hatten, holten
hoben sie den Nissan wieder aus dem Wasser, wenn auch nur mit Hilfe eines Abschleppwagens. Das Billardauto. Da gibt schon krasse Karren, ne? Wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, kommt irgendein crazy Dude vorbei und toppt einfach alles. Zum Beispiel, indem er einem 2000er Chevy Monte Carlo das Dach abschneidet und einen Billardtisch auf die Rückseite baut. Natürlich ist eines der ersten Dinge, die man ausprobiert, zu sehen, wie schnell man mit einem Billardauto... Ich hasse Billardspielen. Also ich bin echt buddhistisch veranlagt, habe ich euch ja gesagt, aber wenn die Kugel nicht das macht, was ich möchte, was sie nie macht, dann ärgere ich mich über die Kugel. Und dann sind da ja noch viele Kugeln und dann denke ich mir, warum soll ich das Spiel überhaupt spielen? Das macht mich verrückt. Und die bauen ein Auto. Man kann. Unsere Autorin kann es euch sagen. Es sind 160 Kilometer pro Stunde oder für die blöden Amis 100 Meilen pro Stunde. Dafür kann man überall anhalten und jederzeit Billard spielen. Der Tisch selbst ist vom Auto getrennt, sodass man auch um ihn herumlaufen und von jeder Seite aus stoßen kann. Das Auto verfügt auch über einen Fernseher, eine elektrische Dartscheibe, einen Kühlschrank und... eine Cocktailbar, eine Minibar und ein Faxgerät. Ein High-End-Soundsystem. Man kann dieses heiße Teil auch mieten, falls man jemanden überraschen möchte. Das Auto oder... auch gerne Billard mag. Stell dir vor, du fährst mit dem Ding auf eine Party. In Kalifornien sind seltsame Autos nichts Besonderes, aber dieses Ding gehört noch zu den außergewöhnlichsten von ihnen. Der Colin Firth BMW Whirlpool. Manche Ideen werden aus einem Scherz herausgeboren und dann tatsächlich auch umgesetzt. Wir glauben, bei diesem BMW mit Whirlpool muss es genau so gewesen sein. Aber das ist nicht bloß ein Auto mit einem Whirlpool. Die Idee dahinter war stattdessen, ihn in einen Hinterhof mit gefälschtem Rasen zu verwandeln, der auch außen angebracht ist. Natürlich wurde in den BMW auch ein Grill eingebaut. Was ist los mit den Leuten? Aber da musst du schon eine Menge Zeit haben. Der aber nicht so gut zu funktionieren scheint. Also, wo ist denn nun der Whirlpool? Im Inneren des Autos, und zwar im Passagier- und Fahrerbereich. Wie das elektrische System des Autos genau funktioniert, ist unbekannt. Es muss wirklich eine der bescheuertsten und nutzlosesten Automodifikationen sein, die die Welt je gesehen hat. Das Panzerauto. Fast jeder Autofan kennt den Namen Jay Leno. Das ist der Typ, der Autos über alle Maßen liebt und eine der größten Sammlungen der Welt besitzt. Finanziell auch, Jay Leno. Aber Jay hat nicht nur einen Haufen normaler Autos, er besitzt auch einige der seltensten Fahrzeuge der Welt. Eines von ihnen ist dieses individuell gefertigte Hot Rod, das einen 1800 Kubikzoll M47 Kampfpanzermotor enthält. Es hat einen 190 Zoll Radstand, der etwa 6 Meter lang ist, also ist es ein ziemlich großes Hot Rod. Der Panzermotor im Auto hat 990 PS und mit einem Drehmoment von 488 Metern musste der Rahmen verstärkt werden, damit der Motor das Auto nicht umdreht. Und ja, 418 ist jetzt nicht, das ist schon krass, aber... Brudi. Der Motor frisst etwa einen Liter Benzin. So, we will try to set them. Ja, da sind deine Truppen, alles klar. Ziehen pro Kilometer. Die Greta wäre stolz auf ihn. How dare you? Karosserie ist komplett aus Aluminium und wurde von Hand in ihre Form geschlagen und nicht lackiert. Es ist natürlich Geschmackssache, aber wir finden, das ist eines der coolsten Hot Rods, die es je gab. 1969 Camaro SS Twin Turbo Supercharged Nitrous Monster. Alter, Benny, wir willst da was sehen? Wenn da vor dir ist, es vorbei. Hallo, ich komme. Es gibt eine Menge Hot Rods von Pro Street auf den Straßen. Wer Pro Street kennt, weiß, dass sie für manche der krassesten Autos auf der Welt verantwortlich sind. Darunter manche Autos mit Turbos und manche mit einem Kompressor. Was passiert eigentlich, wenn man diese beiden Dinge kombiniert, wenn das überhaupt geht? Dieser Camaro Supersport von 1969 hat einen Chevy 468 Kubikzoll großen Block mit zwei 68mm Turboladern, der 6 Kilogramm Schub liefert. Ich versuche einfach bald mein iPhone mit zwei Ladekabeln zu laden. Das könnte vielleicht noch krasser sein einfach. Das war aber noch nicht alles. Der Motor hat auch einen Kompressor oben auf dem Dach und sogar ein kleines 200 PS Lachgas-Kit im Auto installiert. Zur Sicherheit. Der Besitzer selbst weiß nicht, wie schnell das Auto ist, weil es ihm total egal ist. Und warum machst du das? Weiß ich auch nicht. Weil es Spaß macht, Mann! Wir sind uns sicher, dass es genug PS hat, dass es uns auch egal wäre. Ein krasses Auto, das auf der Straße sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Thermochromatische Lackierungen. Das ist auch geil, ne? Ich glaube, da gibt es mittlerweile sogar Folien für. Thermochromatische Folien, das ist bestimmt geil. Wenn du so durch den Regen fährst und auf einmal so, boah, Mann, ey.
Okay, das hier zählt natürlich nicht als Autotuning, aber wir fanden es trotzdem so interessant, dass wir es erwähnen wollten. Es nennt sich thermochromatischer Lack. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, für die Herstellung verwendet man Flüssigkeitskristalle bzw. Leukofarbstoffe. Nachdem der Lack eine bestimmte Menge an Licht oder Wärme aufgenommen hat, ändert sich die Kristall- oder Molekularstruktur des Pigments reversibel und emittiert bei geringeren Temperaturen Licht mit einer anderen Wellenlänge. Die Joker-Lackierung ist dope, aber wie wär's mit einem schönen leuchtenden Orange? Kaltes Wasser hingegen lässt die Lackierung wieder schwarz werden. Der Lambo Captain America ist sick AF. Bei normalen Temperaturen sieht der Lack aus wie ein flaches dunkles Violett. Aber mit einer kalten Dusche kommt die geile Lackierung zum Vorschein. Jede dieser Lackierungen wäre richtig cool an heißen Sommertagen mit viel Regen. Stellt euch bloß die Gesichter der Leute vor, wenn sie im Rückspiegel sehen, wie sich die Lackierung des Wagens hinter ihnen plötzlich verändert. Oder mein Gesicht. Eines haben alle Autotüren. Das ist immer geil. Schön, wenn du dann schön mit dem Fahrrad an der Ampel stehst so, und neben dir kommt einer und dann... Sie legen Wert auf möglichst cooles Aussehen. Das Standard-Aftermarket-Angebot reicht für den gewöhnlichen Tuner aus, aber manche Menschen gehen gerne noch einen Schritt weiter. Wie zum Beispiel diese 20 Zoll Auspuffverlängerung aus dem Kofferraum, ein Volvo mit Spaß. Das ist keine Auspuffverlängerung, das ist eine Gehirnverlängerung. Und Aufklebern und 10 Auspuffblenden. Oder wie wäre es mit Auspuffen, die bis in den Himmel reichen? Ihr könnt euch sicher sein, dass in diesem Bereich schon alles Mögliche ausprobiert wurde. Das lauteste Autoradio. Jeder Prolet, der seine Mitmenschen mit geschmackloser Musik bzw. Lärm belästigen und mit 30 schon schwerhörig sein möchte, liebt fette Soundsysteme im Auto. Aber für manche ist das einfach noch nicht genug. Eines dieser Systeme war 2014 als das lauteste der Welt bekannt. 100 Lautsprecher und Subwoofer wurden in ein Chevy Express Van eingebaut, geplant und durchgeführt von MMATS Audio. Selbst ich muss mal was gegen diese Werbung tun, Freunde. Ohne Ton begreift man durch das Video allein, wie hart das Soundsystem ballert, weil die Kameras und sogar das Gebäude daneben krass vibrieren. Die Batterien, um das alles mit Strom zu versorgen, müssen gefühlte Tonnen wiegen. Wem seine Trommelfälle wichtig sind, der sollte auf eine Live-Demonstration besser verzichten. Unseren Autoren ist nicht bekannt, ob das noch der Rekordhalter ist, also wenn ihr etwas noch Lauteres kennt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Geisterfahrer. Stell dir vor, du fährst auf der Autobahn und neben dir fährt ein LKW. Soweit alles normal, aber du blickst ins Führerhaus und siehst keinen Fahrer. Das haben die früher bei Knight Rider auch gemacht, ne? Habt ihr gesehen? Da war der Typ, war der Sitz. Das war eine geile Aktion, ey. Klingt erstmal nach einem selbstfahrenden Fahrzeug, aber das ist nicht der Fall. Stattdessen ist es die geniale Idee einiger Jungs in Dubai, die Touristen beim Sightseeing einen ungehinderten Blick auf die Stadt ermöglichen wollten. In diesem Nissan ist alles, was der Fahrer braucht, nach hinten verschoben. Das Lenkrad, das Armaturenbrett und sogar die Brems- und Gaspedale wurden in den Rücksitzbereich verlegt. Natürlich sind auch die Fenster getönt, sodass es so aussieht, als würde niemand fahren, woher auch der Spitzname The Ghost Driver kommt. Das Innere ist wirklich cool mit kleinen Bildschirmen, damit beide Passagiere vorne sitzen und der Fahrer alles Nötige hinten hat. Das Einzige, was wir uns fragen, ist, wie gut das Sichtfeld des Fahrers ist. Würdest du dich in diesem Fahrzeug sicher und wohlfühlen, wäre... Ich könnte mal so einen Fahrschulwagen so umbauen, da könnte der Prüfer auch mal vorne sitzen. Ne? Der Fahrer hinter dir sitzt? Wir hoffen, der Groove dieses Videos ging dir durch sämtliche Körperteile. Lass uns wissen, durch welches Tuning du am meisten überrascht wurdest. Mag ich. Du hast eh zwei davon. Ja, oh, du hast eh zwei davon. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Ist alles aktiviert. Nice. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, euch auch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schreibt gerne mal in die Kommentare, weil das Ding ist ja hier ein neues Format. Was ihr so für Videos sehen möchtet, auf die ich reacte, dann reacte ich mal. Da sehen wir uns in der nächsten Folge. Bleibt safe, passt auf euch auf. Wir sehen uns. Tschüss. Thank you.